Das Kloster Andex hoch oben auf dem Heiligen Berg, die ehemalige Benediktinerstiftskirche St. Lorenz in Kempten oder die Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra. Das sind nur drei von vielen Kirchen, Klöstern und Kapellen im Bistum Augsburg, die am Tag des offenen Denkmals ihre Türen für Besucher öffnen. Das Motto in diesem Jahr: Entdecken, was uns verbindet. Es ist natürlich eine riesige Chance, bei den Kirchen, wenn man hinter den Vorhang schauen kann, wenn man in Räume kommt, die man normalerweise in dieser Form nicht erleben kann, die Menschen zusammenzubringen. Und von daher sehen wir bei dem diesjährigen Thema wirklich die Chance, das zu sehen und das zu entdecken, was die Menschen verbindet. Und da nehmen die Kirchen eine große Rolle mit ein und die katholischen Kirchen natürlich von der Bauhistorie her so insbesondere. Und deswegen haben wir auch schwerpunktmäßig eine Vielzahl der Punkte und Anlaufstellen, die erlebt werden können, im diesjährigen Programm vorgesehen. Allein im Stadtgebiet von Augsburg nehmen über 40 Denkmäler teil, doch sind die Angebote über das ganze Bistum verstreut. So hat sich beispielsweise auch die Pfarrkirche St. Jakob in Friedberg für den Tag des offenen Denkmals herausgeputzt. Der Kirchturm wurde zuletzt aufwendig saniert. Sein leuchtendes Rot ist weit über die Stadtgrenze hinaus sichtbar, sicherlich einmalig für die Region. In meiner Kindheit war die auch einfarbig. Erst so 1980 bei der Renovierung hat man die Streifen wieder hingemalt. Und damals hieß es von vielen Leuten, das schaut ja aus wie eine Kirche im Schlafanzug. Warum das so ausschaut, das erkläre ich dann ausführlich. Aber es ist natürlich ein Hingucker und was Besonderes sozusagen. Führungen durch die dreischiffige Säulenbasilika mit halbrunder Apsis in neuromanisch-italienisierendem Stil, so heißt es auf der Homepage zum Tag des offenen Denkmals, finden um 14 und um 16 Uhr statt. Aber nicht nur Kirchen sind im Programm. Das Kloster Rockenburg bietet neben Kirchen- und Klosterführungen auch eine Führung durch seine einmaligen Klostergärten an. Sie wurden im Rahmen einer Gesamtsanierung neu angelegt. Die Hausmadonnenführung durch Augsburg wiederum ermöglicht einen ganz neuen Blick auf die Dinge. Hausmadonnen gibt es in Augsburg sehr viele. Wir haben bei unserer Erhebung 270 Exemplare gefunden. Das ist ja wirklich eine stattliche Anzahl, trotz Kriegszerstörung und obwohl wir ja in einer gemischt konfessionellen Stadt leben. Und man sieht sie nicht, das stimmt schon. Man läuft durch die Stadt und schaut natürlich nicht nach oben. Man muss den Blick doch etwas gegen den Himmel richten und dann fallen sie einem auf. Aber wenn man das mal drin hat und geübt ist, dann kommt man ohne Hausmadonnen nicht mehr aus. Auch in anderen Städten im Urlaub, man wird immer auf die Hausmadonnen achten. Insgesamt gibt es 270 Exemplare in Augsburg. Es lohnt sich also, den Blick häufiger mal nach oben zu richten. Beginn der Hausmadonnenführung durch die Augsburger Innenstadt ist um 11 Uhr. 25 Jahre Tag des offenen Denkmals, das wird am kommenden Sonntag gefeiert. Zeit also, mal etwas tiefer in die Geschichte unserer vielfältigen Baudenkmäler einzutauchen.